herzlich willkommen zur zweiten Folge mit der neuen Karriere. Ein Getriebe ist gebaut jetzt. Ich möchte gerade mal hier noch mal was umändern. Getriebe. Das hier nämlich. Den Motor, das lassen wir jetzt mal noch, das Update. Und ich habe hier gerade gesehen, wenn ich die zwei hier tausche, ja, haben wir hier 0,2 und hier 0,2. Wenn ich das so lasse, ist beides nur 0,1. Das heißt, so rum ist es viel sinnvoller. Beziehungsweise wir sollten uns vielleicht mal einfach nach neuen Ingenieuren umsehen. Sind es Ingenieure? Mitarbeiter. Ja, warte mal, wenn ich hier beim Wagen reingehe und da auf Teile verbessern, dann sind es Rennmechaniker. Das heißt, wir brauchen Rennmechaniker neue. Aber wie, so hier jetzt so gute kriegt man nicht. So, wir gucken mal nach einem ausgeglichenen Leistung, Zuverlässigkeit, der hier zum Beispiel. Aber was können denn unsere gerade? Was haben denn unsere, was andere nicht haben? Eigentlich nichts. Dann können wir auch gerne einen anderen einstellen. Cool. Ja, der will halt nicht. Na, der will. Also, Gehalt ist mir wichtig. Mittellangen Vertrag. Ja, dann nehmen wir doch die Mitte. Selber nicht zu zahlen. Ja, dann zahle ich halt. Prämien sind mir wichtig. Was kriegt der? Der will viel haben. Dann schrauben wir das ein bisschen runter. Wenn wir Fünfter oder besser sind, kriegst du 48.000. Gehalt ist mir wichtig. Wie viel kann ich dir geben? Maximal. Dann kriegst du die Hälfte. Gerne ein dickes Handgeld. Ja, toll. Ihr wollt alle immer nur Kohle. So. Billy Evans. Und dann den hier wollte ich noch anfragen. Der will nicht. Dann nehmen wir den auch gleich wieder raus. Eine Reparatur ist ja jetzt nicht so wichtig. Die will nicht. Schade. Ui. Wir kommen halt. Oh, der will auch. Gehalt ist mir wichtig. Ein mittellangen Vertrag. Ich würde das gerne aufteilen. Dann machen wir das halbe-halbe. Dann ein dickes Handgeld. Ja, ist ja klar. Ist ja klar. Von denen, die nichts haben, da wollt ihr Sachen haben.
So, und der andere habe ich gemacht, 48.000. Dann gucken wir mal, was die zwei sagen. Scouting. Nehmen wir den. Nein, der will nicht. Gut. Gut, 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 gut. Warte mal, das war Championship. Ja, warten wir mal. Wir gucken mal hier Woodford und Vidal. Oh, die sind. Ja, mit mir sind sie auch ungefähr so gefahren. So, Vertragsangebot. Da kam was. Anpassen. Okay, er möchte mehr Kohle haben. Und der andere wägt noch ab. Wagen verbessern. Ja, das ist einfach viel zu lange. Warum hat jetzt? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum hat jetzt er das hier übernommen? Naja, soll so sein, dann ist es halt so. Gut, der will auch mehr Kohle. Dann probieren wir es mal so, weil wir brauchen auf jeden Fall zwei neue Mitarbeiter. Damit es ein bisschen schneller vorangeht. Entwickeln wir auch mal. Wir müssen entwickeln. Leute, wenn wir nicht entwickeln, dann sind wir bald hinten dran. So, Aufhängung. Es wird gleich bald oder bald auf jeden Fall ein bisschen schneller gehen. Hell noch mehr. Dann gibt man ihm das halt, was er haben will. Die wollen immer mehr Geld. Das ist doch doof. So, 9. oder besser. Mit Boni sind wir minus 500.000. Ist ja interessant. So, beim Nachbarn klingelt, bei mir geht's weiter. Und wir machen hier mal. Moment. Teile verbessern. Nein, Teile einbauen. Prozent Zuverlässigkeit ist schon mal gut. Die Aufhängung lassen wir noch draußen. Gut. Dann geht's nach München. Wird wahrscheinlich der gleiche Kurs sein wie World Motor Racing Dings da, Fallera. Da gibt es nämlich nicht so viele Streckenvarianten, glaube ich. Wie immer, sie wollen von unten raus mehr Gas geben können.
So, was sagt das Wetter? Und es ist jetzt, warte, was ist das? Session in 12 Minuten. Das letzte Mal bin ich von ziemlich weit hinten gestartet. Aufhängung ein bisschen härter. Top Speed. So. Und da der Tank sowieso nicht so weit reicht, machen wir eben das auf die Softreifen, nicht auf die Medium. Wir könnten auch mit dem Medium fahren, das wäre vielleicht doch ein bisschen klüger. Aber dann können wir die Medium auch mehr hernehmen. Nee, können wir nicht. Das war doof. Das war doof. Habe ich gleich gemerkt. So, wir gucken mal, was die Strecke sagt. Ja, das ist die ganz normale Grand Prix-Strecke. Nee, ist es nicht. Hier geht es schon in der Verkürzung rein. Die Grand Prix-Strecke kommt von hier. Das ist doch kürzer. Sind sie noch draußen, dann sollen sie halt nochmal Vollgas fahren. Überschätzung. Übersetzung soll genau richtig sein. So, aber jetzt holen wir beide rein. Damit wir hier noch Einstellungen vornehmen können. Weil die Sessionlänge von 12 Minuten ist schon mal recht kurz. So, Abtrieb passt ihm gar nicht. Gleicher Satz nochmal. Nicht zufrieden. Dann gehen wir mal in diese Richtung. So, probieren wir mal so aus. Warum hier eigentlich bloß eine Runde fahren? Beziehungsweise bloß die Outlap. Wonach richtet sich die Startplatzierung? Das würde mich noch interessieren. Da sollten wir mal in die Regeln gucken. Okay, seht ihr, beim Abtrieb habe ich mich nämlich vertan. Der möchte wenig, möchte nach links haben.
So. Gut. Jetzt, Moment, ich wollte mit dem Reifen mal noch fahren. Bei dem ist jetzt genau das gleiche Ergebnis rausgekommen. Der war auch mit mehr zufriedener. So. Nee, das ist zu viel. Gut, probieren wir so. Sechs Runden. Und dann schauen wir mal. Es waren jetzt nur Abstimmungsarbeiten. Habe ich den auch? Ja. Auch im richtigen Satz. So, jetzt guckt doch mal, was ihr hier damit hinkriegt. Das sind, glaube ich, beides Amerikaner, soweit ich weiß. Nee, Quatsch. Der Gomez ist Brasilianer. Ja. Sollte man doch wissen, wo seine Fahrer herkommen. Der Abtrieb ist ja zufrieden. Aerodynamik viel besser. Immer noch nicht richtig. Da muss ich noch mal nachbessern. Nein, muss ich nicht. Okay, dann schicke ich den doch noch mal gleich raus. Und bei dem hier muss ich Feinarbeit leisten. Das ist schon richtig, so wie ich das denke. So, was sagt der Abtrieb? War, glaube ich, auch zu viel. Probieren wir es einfach so. Also, wir können da natürlich jetzt noch eine Stunde rumdiskutieren. Wir haben jetzt natürlich keine gezeitete Runde gefahren. Aber wir beschäftigen uns eben mit dem Renndrim, ja. Er ist immer noch glücklich. Und er hier. Ah, auch ziemlich gut, also passt alles. Dann sind wir gewappnet fürs Rennen. So, jetzt bin ich auf meinen Startplatz bestimmt.
Vielleicht irgendwie soll man ersetzen. Wir haben gefehlt. Schwache Leistung. Leute, wir haben die Abstimmungsarbeit gemacht. Ja. Wir starten im Mittelfeld. 9 und 10. Wie viele Runden müssen wir denn fahren? Was sagt das Wetter? 29. Runden. Ja. Das heißt, wir müssen zweimal stoppen. Dann gehen wir dreimal auf weich. Von den Reifen glaube ich nicht, weil auf die Reifen müssen wir aufpassen. Doch. Gomez kann hochgehen, aber Anthony muss bleiben. So, ich weiß immer noch nicht, wonach es sich richtet. Wie die Startaufstellung erstellt wird, also habe ich ja gesagt, ich muss. Oh, 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 Gomez, Gomez, Gomez. Ah, verliert den fünften Platz wieder, schade. Wird jetzt auch durchgereicht. Muss man wieder ein bisschen die Kamera drehen, damit es so ist, wie ich sonst auch habe. Was halt nicht mehr geht, ist, dass du eine Ein-Stop-Strategie fährst. Ja? Das geht einfach nicht mehr aufgrund von Tankstopp, den du einlegen musst. Sorry. Und dadurch haben auch. Aha. Ich sehe da etwas Regen. Und zwar zur Runde 7. Gerard ist raus in Franzose. Dann können wir eigentlich gleich, wenn der Regen kommt, guck mal, es kommt drauf an, ob der stärker wird oder nicht. Wenn es so bleibt, dann bleibt man draußen. Wenn der stärker wird, aber es scheint bloß ein kurzer Schauer zu werden, oder? Nee. Das Safety Car fährt zur Garage, okay. Doof ist, ich sehe das Safety Car nicht. Es scheint genug Regen zu sein, um wirklich auf Intermediates zu gehen. Und den Zeitpunkt muss man halt richtig abpassen. Eine Runde geht noch, denke ich.
gehe mit Anthony früher an die Box. Komm, lass sie durchfahren. Noch eine Runde. Und dann gehen wir an die Box. Das ist, glaube ich, ein gutes Timing. Bin auf einen anderen Reifen jetzt. Hallo, es regnet. Ja, der Trip ist weg. Ihr werdet gleich ordentlich Zeit gut machen. Für alle, die noch draußen sind. Und nicht gewechselt haben. Mal gucken, ob es sich eingießt. Aber ob das noch mal besser wird. So, jetzt komm, gib Gummi, dann kommst du weit nach vorne. Ich hab mich verguckt, das war ja gar nicht mein Fahrer. Acht Runden. Da sind wir bei Runde 20. Und es regnet weiter erstmal. Ja, deutsches Wetter. Also vom Stopp her hat es mir eigentlich gar nichts gebracht, muss ich sagen. Ist gleich geblieben, meine Platzierung. Ja, ich kann sie bereiten, wenn sie hernehmen. Wir müssen doch sowieso früher stoppen, Mann, bin ich doof. Der hebt noch 10 Runden und wir müssen in 6 Runden schon in die Box. Hinten raus wird das Wetter wieder ein bisschen besser. Deshalb gucke ich mal, ob ich ein bisschen Sprit sparen kann. Dass wir eine Runde länger draußen bleiben können. Vier, sechs, acht, zehn, 14, 15, 15.
Also die Balken oben zeigen nicht die Rundenzahl an. Deshalb ist es ein bisschen schwer abzuschätzen. Der hier soll noch 5 Runden halten. Und der hier 6 Runden. Wir müssen genug Zeit auf dem Intermediate draußen bleiben, ohne Tankstopp, um am Ende einen Vorteil zu haben. Aber wenn wir vorher schon stoppen müssen, bringt uns das nichts. Wenn das Wasser noch auf der Strecke steht. Und der Weiche kriegt 12 Runden hin. Dann können wir auf jeden Fall schon mal reifen und Benzin Vollgas geben nachher. Ja, guck mal, die machen alle genau das gleiche. Nur ein paar, die wahrscheinlich gerade im Überholvorgang sind. Und die wollen nicht. So, 2 Runden kriegen wir noch hin, dann sind wir bei 21. Siehst du, der muss nochmal in die Box, was macht der? Der geht wahrscheinlich schon auf Medium. Aber damit wird er wahrscheinlich auch noch nicht gut fahren. Und wir gehen nämlich auf die Soft. Und wir haben nur noch 9 Runden. Treibstoff voll, Teilezustand ist in Ordnung. Schneller Start. Der hier auch auf die Soft, weil es sind dann nur noch 8 Runden. Hier immer nur weniger reinmachen, das ist ein bisschen doof. So, jetzt gucken wir mal, der Gomez, der kann noch 12, 11, 10 Runden fahren. Der darf jetzt mal ein bisschen Gas geben. Und hoffentlich bringt mir das was. Wäre nämlich gut, wenn wir mit den weichen Reifen, wir hatten noch die Mediums, noch ein bisschen unter Druck setzen könnten. Unser Motorenmodi ist halt, den können wir jetzt ganz hoch setzen, aber das können die anderen wahrscheinlich auch. Fünf Runden noch. Ja, wir kommen schon näher. Definitiv.
Die 2, eigentlich die 3, sind nur 4 Sekunden weg von uns, 3 Sekunden. Das könnte sich wirklich noch positiv ausgehen. Dann braucht man noch. Der passt. Ja, die Medium, die haben jetzt schon Probleme. Und genau darauf habe ich spekuliert. Wir konnten zwar eine Runde früher teilweise stoppen, aber die haben einfach nicht so viel Grip, die Räder. Jetzt sollte der nur endlich mal vorwärts kommen, sonst kriegt er danach keinen mehr. Aber der gibt natürlich Mutter ist. Fährt sogar ganz moderat. Teile gewartet. Dafür haben wir keine Zeit. Wenn der endlich mal da vorbeifahren würde, mein Gummis. Eine Runde hast du noch. Jetzt mach mal was. Auf geht's. Dann kriegt es nicht gebacken. Überholen kann der nicht so gut, ha? Wirklich im letzten Tröpfchen. Was? Oh, jetzt habe ich gerade gedacht, die fahren noch. Jetzt dachte ich gerade, die müssen noch mal eine Runde fahren. Tja, Mittelfeld. Mittelfeld. So nennen wir es mal. Eigentlich von der Taktik her war es okay. Wir waren am Anfang eine Runde länger draußen. Die sogar 2. Ja, vielleicht hätten wir auch ein bisschen länger draußen bleiben sollen. Das weiß man immer erst im Nachhinein. Gucken wir mal. Man sagt die Platzierung, wir sind beide nach hinten gefallen. Aber sind jetzt punktgleich mit 16 Punkten. Geniale Fahrer. Vielen Dank, vielen Dank. So, wir werden jetzt noch ein bisschen Entwicklungsarbeit leisten wahrscheinlich. So, ein, zwei Klicks. Aber nein, wir kriegen ja wieder Minusgeld. Das ist das Ärgerliche. Du gibst Gas und fährst und fährst. Und warum kriegen die keine Verbesserung? Wir machen 1 Million pro Rennen, machen wir Minus. Das ist nicht gut. Müssen die Sponsoren mal ein bisschen nachlegen, damit wir wieder gute Verträge kriegen. Gut, also eine Bremse haben wir jetzt auch noch. Was brauchen wir jetzt noch? Getriebe, Motorbremse. Eigentlich nichts mehr. Eigentlich müssen wir jetzt genau das gleiche nochmal entwickeln. Und dafür haben wir eben kein Geld. So, auf die Presse habe ich jetzt mal keinen Bock. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Grand Prix wieder in Mailand. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.